Es folgt dann für die AfD-Fraktion der Kollege Lindemann. Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Berliner. 101.046 Euro pro Tag für 1.617 Plätze für Asylbewerber in Hotels und Hostels. 228.000 Euro pro Tag für 1.359 Asylbewerber in der Asylunterkunft Tempelhof. Fast 1,2 Millionen Euro pro Tag für 7.100 Plätze in der Asylunterkunft Tegel. Das sind die Prioritäten dieses Senates. Da bleibt kein Geld mehr für Schulplätze, für Kita-Plätze, für Straßenbau oder für Schieneninfrastruktur. Dazu kommen noch die modularen Unterkünfte, von denen wir zahlreiche im gesamten Stadtgebiet verteilt haben, aus rot-grün-roten Zeiten und auch aus schwarz-roten Zeiten noch. Herr Greff, hören Sie mal zu, dann lernen Sie was. Das ist ja mal eine Zeit, dass Sie mal lernen. Dazu kommen die Migranten, die untergebracht sind in privaten Unterkünften, die wir finanzieren. Und dazu kommt, dass sich dieser schwarz-rote Senat in Berlin als einzige Landesregierung einen Winterabschiebestopp leistet. Wir haben fast 20.000 ausreisepflichtige Personen in Berlin, die Berlin verlassen müssten. Das würde Geld sparen. Aber anstatt, dass Sie in dem Haushalt anfangen, Geld zu sparen, indem Sie abschieben, Landesaufnahmeprogramme beenden, indem Sie den Asylmagneten ausstellen und die Geldleistungen einstellen und dafür Sachleistungen geben, locken Sie immer mehr Asylbewerber an und finanzieren damit diese Asylindustrie in Berlin. Das ist nicht richtig. Darum lehnen wir das ab. Diese Gelder haben wir Ihnen im Haushalt gestrichen, aber wir haben in diesem Haushalt nicht nur gestrichen. Wir haben auch Geld eingestellt, nämlich Geld für Rückführungsprogramme, weil das ist das, was Berlin braucht. Das ist das, wo Berlin Geld für ausgeben kann. Und wenn Sie diesen Asylmagneten nicht ausstellen, das will ich Ihnen noch sagen, liebe verehrte Senatoren, in Rumänien sind seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine 3 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge angekommen. Was glauben Sie, wie viele von denen jetzt noch in Rumänien sind, in einem sicheren Land? 90.000. Die anderen 2,9 Millionen sind, niemand weiß es, die rumänische Regierung weiß es nicht. Es war übrigens ein Bericht des Mitteldeutschen Rundfunkes, also der GEZ-Medien, die darüber berichtet hat. Stellen Sie diesen Asylmagneten aus und sparen Sie endlich das Geld der Steuerzahler. Die Berliner haben es verdient, dass Ihr Geld für Berlin investiert wird. Herzlichen Dank.